Tschüss, genau. Ja, meine liebe Taekwondo-Freunde, heute mal in etwas ungewöhnlichen Umgebung, auch eine ungewöhnliche Einheit, auch für mich. Aber jetzt während der etwas schwierigen Zeit, wo wir bestimmt alle sehr viel Aufbautraining getrieben haben, würde sich anbieten, auch mal ein Quickband-Training mit einzubauen. Die eine kann allerdings auch komplett ohne Band heute einfach nur mit der Technik alleine durchgeführt werden, dann etwas schneller. Zum Aufwärmen werden wir heute Seilspringen einsetzen, kann man alternativ dazu, wer kein Gerät zur Verfügung hat, auch leichtes Stepping und Täuschen. Einfach mal 5 Minuten noch ein bisschen aufwärmen. Dehnen solltet ihr euch ja alle vorher so ein bisschen, aber ich werde so 10 Minuten die großen Muskelgruppen alle einmal angehen, bevor wir uns dann spezifisch nochmal aufwärmen. Dann Ansatzübungen, dann ein paar wenige Grundtechniken. Ich könnte sie natürlich alle ein bisschen länger machen. Ich werde zwischendurch in der Übung mittendrin aussteigen. Erstens, dass ich wieder ein bisschen Luft kriege, um erklären zu können. Zweitens auch manchmal die nächste Übung vorbereiten. Für Pausen dazwischen ist gesorgt. Ich werde auch immer ankündigen, wenn die etwas länger ist, dann kann man auch eine kurze Trinkpause einbauen. So, jetzt nehmen wir mal Musik mit dazu. Wie angekündigt unser Seil. Und jeder macht es natürlich im halt seinem Level. Wer das gewohnt ist, kann das natürlich wesentlich schneller, kann auch Kreuzsprünge wieder einbauen oder auch einbeinige Sprünge oder auch zwischendurch Doppelsprünge. Das überlasse ich euch selber. Man könnte auch leichtes Stepping mit einbauen, Auslagenwechsel, sogar Kicks haben wir schon mal gemacht. Seilspannen, sehr gute Sache, wenn man viel unterwegs ist. Seil braucht nicht viel Platz, kann man auch im Hotelzimmer auch durchführen, hat sehr gute konditionale Wirkung. Und wenn man das gewohnt ist, von der Muskulatur her, geht das locker auch noch von der Hand. So, ich werde ungefähr 3 Minuten mitmachen, euer Programm läuft 5 Minuten, dass ihr auch gut warm seid. Wenn jemand zwischendurch mal verheddert, kein Problem. Einfach wieder einsteigen. Natürlich, wenn es einer macht, vor allem wenn es alleine ist, ist gute, laute Musik natürlich motivierend. Das lasse ich jetzt hier weg, nur leise Hintergrundmusik, dass man die Ansagen versteht. So. Ihr werdet sicher jetzt schon merken, Kreislauf kommt in Schwung, ist ja unser Ziel. Kurze Stopper, manchmal ganz willkommen, aber ich bin sicher, euch werden aber Profis mit dabei sein. Umgebung heute im Garten gewählt, Gott sei Dank mit gutem Wetter, weil bei dem Quickband, was ich verwende, brauche ich sehr viel Platz. Das wäre hier drin zu lang. Okay, macht sie noch weiter. 1,5 Minuten und ich bereite das nächste vor. So, die kein Seil zur Verfügung haben, die sind schön locker am Stepping, Auslagenwechsel, Cutstep, Backstep, Wechsel hinten rum, Abstellungen immer dabei halten, leichte Ansatzübungen und die Sprungseile haben. Machen natürlich mit dem Sprungseil weiter, aber beides bewirkt dasselbe Ziel. Wir warmen uns ein bisschen auf. So, ihr habt noch eine Minute, letzte Minute, dann bin ich sicher, seid ihr schon mal gut angewärmt und wir werden dann zum Ding mit.
letzten 30 Sekunden beginnen. Ich denke, da kann jetzt jeder Semper noch ein bisschen anziehen, wenn er noch Luft hat. Oder eben anders, wenn er keine Luft hat, locker ausklingen lassen. Die Profis machen Doppelsprünge, Sidesteps, einbeinig und Wechselsprünge. Und unser Stepper schön locker am Stepping täuschen, kleine Ansatzbewegungen. Das wird heute auch so ein bisschen Ziel sein bei unserem Quickspant-Training. So, die letzten Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1. Mann, so, dann hätten wir schon mal den ersten Teil erledigt. Jetzt werden wir ein bisschen dehnen. Als erstes strecken wir uns maximal in die Länge. Maximal gehen auf den Ballen dabei. Strecken alle Muskeln, soweit es geht, nach oben. Okay, dann zur Seite. Hand ziehen wir über den Kopf. Und tiefe, gleichmäßige Atmung weiter. Und wechseln, andere Seite. Und schön ausführlich die Übungen, die Muskulatur, die maximale Länge bringen. Okay, dann mal Becken vor, in die Bogenspannung, in die natürliche. Und schon einmal andehnen, Rückseite vom Schenkel, die Hamstring. Ganz wichtige Muskulatur für uns. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Kopf zur Seite, auch Halsmuskulatur ein bisschen bearbeiten. Hand schieben dagegen. Becken immer schön aufrichten. Und dabei ruhige, gleichmäßige Atmung weiter. Andere Seite. Und Kopf einmal ganz nach hinten. Und jetzt wieder nach vorne, ein bisschen weiter wie vorher schon. Fassen unten und Oberkörper runterziehen. Okay, so, ein bisschen lockern. Mal Hände kurz nach hinten ziehen, vorne Brustbereich ein bisschen dehnen. Okay, in die Überbreite. Sumo-Stellung oder auch bekannt bei uns Kimasogi. Und wir drehen nochmal ein, schieben den Oberkörper in den Rücken. Andere Seite, 2, 3, 4. Okay. Ja, richten wir uns auf. Bein hinten anfassen. Fasse ganz ans Gesäß. Hüfte nehmen wir nach vorne. Und dabei versuchen Stabilität halten, Gleichgewicht gleichzeitig schulen. Okay, Knie fassen, nach vorne, Hüfte vorschieben, Standbein strecken. Und ein paar Sekunden halten in dieser Position. Okay, dann gehen wir zur Seite. Einhalten. Ja, merkt man schon, wird ein bisschen schwieriger. Und einmal ausdrehen nach hinten. Und wechseln zur anderen Seite. Beiden Seiten natürlich immer gleich. Ganz herziehen. Und Knie nach vorne, Standbein strecken. Das sind alles keine neuen Übungen für euch. Zur Seite, nichtsdestotrotz aber wichtige. Und auch Hüfte einmal eindrehen, nach hinten. Und ein bisschen lockern. So, dann gehen wir die ganz lange Fußstellung. Ab Gubi, hintere Knie strecken und so weit vorgehen, dass die Ferse sich leicht vom Boden heben muss. Aber jetzt die äußere Wade, auch der Ansatz von Dehnung und wechseln. Andere Seite. Richtig lange, weit ein, weg. Und dabei ruhig weiter ab. So. Dann machen wir nochmal die Wade. Jetzt gehen wir aber ins gebeugte Knie, dass wir die tiefe Schollenmuskulatur erreichen. Auch Ferse wieder vom Boden ein bisschen weg. Ganz wichtiger Bereich für uns, das ist das ewige Step-Mock-Kicken. Viel Belastung am Sprunggelenk. Und wechseln, andere Seite.
Reden ist natürlich eine ganz individuelle Sache, muss jeder seiner Leistungsfähigkeit entsprechend länger, kürzer, vor allem das gewohnte Programm braucht man vor Wettkämpfen, vor Prüfungen. Okay, und lockern. Gehen wir einmal in die ganz lange Stellung. Ballen, Oberkörper bleibt aufrecht, dass wir hier den Hüftbeuger auch in der Dehnung haben. Ich zeige es mir noch von der Seite. Drücken und hier den Bereich noch ein bisschen mitnehmen. Und wechseln an der Seite. Richtig weit strecken. Weiterhin tiefe Atmung. Passe ein, Mund aus. Okay, gut. Lockern. Dann sage ich dir, lass dir mal in dem Fall mit. Unterlage. Wir biegen uns ab. Knie anwinkeln. Einmal Kopf anziehen. Okay, ein Bein strecken, das andere Knie herziehen. Knie passen und zur gegenüberliegenden Seite. Schulter gegenüberliegend bleibt, so gut es geht am Boden. Und wechseln. Anderes Bein. Seite. Okay. Wenn man mehr Zeit hat und ausführlich dehnt, kann man das natürlich mehrfach wiederholen. Ich mache es immer ganz gerne dreimal. So, jetzt die Übung, die werden wir alle kennen. Vorderbein halten, Sohle, Ferse vom Boden weg, Knie durchstrecken und Hand über Kopf ausatmen und Oberkörper unten halten. Okay, ich mache das immer so ungefähr 10 Sekunden, aber auch hier ist die eigene individuelle Bereiche gefragt. Andere Seite. Erst wieder Sohle fassen. Knie vom Boden. 0 Grad Winkel am Knie erreichen. Hand vom Kopf. Und. Okay. Dann legen wir uns seitlich ab. Ich sage immer Tickenhaltung. Ellenbogen am Boden. Innenseite halten von der Sohle und ein paar Mal strecken. 2, 3, 4, 5 und gestreckt halten. Und das gestreckte Knie, Bein herziehen, mit gestreckten Knie kann man seitlich liegen, kommen wir da etwas weiter. Wenn wir am Rücken liegen, sollte man die 90 Grad überschreiten und so natürlich mehr. Okay, einmal anwinkeln und auch hier die Hüfte. Zur Seite und wechseln. Fassen an der Sohle. 1, 2, 3, 4, 5 und halten. Okay. Durchstrecken und fassen. Rechte Bein herziehen, so gut es geht. Und zum Schluss auch wieder hier einmal die Hüfte ausdrehen. So, und jetzt macht mal jeder von euch noch 3 Minuten individuell seine Übungen, die er gewohnt ist, die einfach jeder eine macht. Ich richte derweil schon das Gummiband her, lasse euch aber anschließend natürlich auch Zeit, das anzulegen. Während ihr noch weiter dehnt, ein paar Punkte zum Inhalt. Und zwar. Gummiband kann man mehrere verwenden. Es gibt eins, wo man am Fuß unten befestigt. Es gibt welche, die man hier am Oberkörper befestigt. So eins, was ich heute verwenden, Quickband. Dann gibt es auch welche, die man an der Fessel unten anheftet. Wir haben früher von der Paletten, von der Brauerei, die Gummis genommen, wo man die Paletten befestigt. Das war so eine Alternativlösung. Haben wir ganz gerne eine Aufbauvase eingebaut. Jetzt in der Corona-Zeit, wo sehr viel Aufbautraining, Lauftraining, Ausdauertraining durchgeführt wurde, egal ob Kaderathlet oder nicht, ist jetzt auch mal so langsam die Zeit, dass man im spezifischen Bereich immer mehr macht. Allerdings hier auch mit dem Zusatz eben vom Band, dass man beim Abdrücken des Hinterbeins etwas mehr Energie benötigt. Und die eben kein Band zur Verfügung haben, machen das ganz normal mit Grundtechnik, da natürlich dann etwas schneller und eventuell auch ein, zwei mehr Wiederholungen. So. Euer Dehnen endet so langsam. Ich räume da jetzt schon mal die Matte wieder auf.
wer das Gummiband kennt, das Quickband, ist relativ straff. Ich zeige es mal von der Seite. Da braucht man auch entweder einen Partner, der gut Kraft hat, der hinten hält, oder eben wie ich es gemacht habe, befestigen, wo es sicher ist. Länge individuell einstellen und empfehle dann auch noch oben eine Haltung anzubringen. So, dann Beine erstmal ein bisschen lockern. Erste Übung, ich zeige sie zuerst. Wenn wir dann beginnen, mache ich es mit in lockerem Tempo, leicht anziehen, eventuell später. Und aussteigen werde ich nur früher, dass ich bei euch die Kommandos geben kann und Erklärung. Erste Übung ganz einfach, mit dem Seil gehen wir auf Spannung. Jeder in seinem Bereich, den er gewohnt ist. Und dann ziehen wir wechselweise links, rechts das Knie an. Das Ganze machen wir 10 Mal und anschließend lange Pause, 20 Sekunden. Wieder 10 Mal 20 Sekunden, davon machen wir 3 Serien. Okay, ich gehe meine Ausgangsstellung. Okay, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ein bisschen nehmen. Nehmen dabei lockern dazwischen. Habt ihr gemerkt, wie viel Spannung ihr braucht? Wenn ihr merkt, das war zu wenig, ein bisschen weiter vorgehen, das Band mehr Spanne. Wenn ihr merkt, das war zu viel, weniger. Mir hat es gepasst. Und zweiter Durchgang. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Ganze können wir natürlich auch aus dem Hüpfen machen. Wäre ich jetzt mal beim nächsten Durchgang. Und wieder Spannung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jetzt merkt ihr schon, so langsam kommen wir hier ins Schwitzen. So, ich bringe noch eine zusätzliche Haltung an. Bevor wir wechseln in unseren Sidestep. Okay, nächste Übung. Spannung wieder gehen. Wir gehen zur Seite. Einmal links, mit dem rechten Bein links. Knie anziehen. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, Knie anziehen. 1, 2, 3, anziehen. 1, 3, anziehen. Ich nehme jetzt mal die Hände mit, wie man sie normalerweise mitnehmen würde. Wir werden das versuchen, immer mit Deckung zur offenen Seite. Okay? Dann kann jeder mal ein, zweimal probieren, selber. Und in 5 Sekunden beginnen wir. Ausgangsstellung. Und 1, 2, 3, 4 und ihr seht 5, 6 Deckungen in Bauchseite. 8, 9, 10. Langsam zurück. Jetzt merkst du so langsam, dass wir die Pause auch brauchen, wenn wir das Tempo hochhalten wollen. Ich gehe davon aus, dass ihr alle natürlich schneller macht wie ich. Okay. Gehen wieder auf Spannung und links beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker. So, ich spare mir die letzten zwei, dass ich ein bisschen zur Luft komme und die Übungen erklären kann. So. Und dritter Durchgang. Auf die Plätze. Fertig. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Beine lockern. Kurze Pause vom allgemeinen Dingen. So, jetzt haben wir uns auch spezifisch aufgewärmt. Wir haben gedehnt. Ich denke, jetzt gehen wir immer mehr spezifisch werden. Erste Übung ist aus der Kampfstellung, in dem Fall Linksauslage.
heißt linke Bein vorne. So wie jeder Individual steht, Beine breit, brauche ich länger, habe aber mehr Kraft, Beine eng, bin ich flexibler. Muss jeder für sich herausfinden. Banden immer auf Spannung, die kein Band haben, egal, einfach lockere Kampfstellung. Ansatz von der Technik zu Beginn ist bei vielen Techniken dasselbe. Einfach nur Knie anziehen, daraus machen wir dann später Abchaki, Haltung, Bitoro Chaki oder auch so neue Kicks, wobei man manche Kicks weiter von außen holen will. Okay, Knie anziehen und auch hier nehmen wir die andere Hand zur Deckung runter, damit wir die Deckung für den Wettkampf automatisieren. So, wir machen 8 Wiederholungen, setzen vorne ab, gehen zurück, selbe Seite wieder, 8 Mal, dann 20 Sekunden Pause, selbe Seite nochmal und dann wechseln wir andere Seite. Jetzt machen wir nur noch 2 Serien. Salon, to me, auf die Plätze, fertig und los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hallo, Pause, gehen wir wieder, Spannung weg vom Band, locker, bleiben in derselben Auslage, wir bleiben rechte Bein hinten, Blick zum imaginären Gegner, wenn wir uns vorstellen, wenn wir in nächster Zeit besiegen wollen, und die nächste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, so, wie gesagt, jeder in seiner Schnelligkeit, wer das Band hat, erschwert die Übung natürlich, da wird auch die Geschwindigkeit nachlassen. Wechseln, andere Seite, jetzt in der Rechtsauslage, Kampfstellung, und dasselbe natürlich mit dem linken Bein. Auf die Plätze. Fertig. Los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Spannung nehmen. So, achtet drauf, die Deckung an der Bauchseite. Habt ihr jetzt selber an den ersten 2 nicht beachtet. Wichtig ist, dass man die Deckung immer automatisiert und immer so die Hände hält, wie die größte Chance für eines Konters ist. Man weiß ja nie, was kommt, dass man automatisch mal gut abdeckt. Okay, und nächster Durchgang. Plätze, fertig. Los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und locker. So, die 20 Sekunden brauchen wir immer, um wieder ein bisschen Stoff nachzufüllen, Kraft wieder ein bisschen aufzutanken. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Zeig's wieder zuerst. Wir gehen wieder in Linksauslage. Und jetzt mit dem vorderen Bein Ansatz für Cut Kick. Wir gehen mit beiden Beinen vor. 1, decken, setzen ab und gehen zurück. Wir können es auch zeitweise vor und zurück ohne das Absetzen. Überlasse ich euch selber. Testet es mal ein, zwei Mal an. Okay. Die Plätze. Schulung zu mir. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rauf und locker. Und ich sag's immer wieder an die Deckung hin. Ihr könnt es mir danach der Einheit zeigen, wie oft ich nicht gemacht habe. Okay, zweiter Durchgang in Linksauslage. Zumbi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hallo und Pause. Wir wechseln in die andere Auslage. Auslage. Und auf euer Gefühl hören, die Spannung vom Seil nachlassen oder anziehen. Ich denke, wer es gewohnt ist,
kann hier immer gut Gas geben. Alle anderen sage ich lieber locker. Auf die Plätze. Fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rauf. Stellung, vorbereiten, Kampfstellung, Knie sind gebeugt, immer wieder Kampfstellung, Schulter locker und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravo. So, jetzt haben wir unsere längere Pause verdient, jetzt beginnen wir dann schon mit der ersten Technik. Ich zeige heute eine kleine Auswahl von Techniken, die ihr beliebig zu erweitern ist, ob man da die neuen Techniken mit einbringt, die jetzt gerade wieder modern sind. Huro auf Bauchseite, Pituro, Monkey Kick und so weiter. Überlasse ich euch selber. Zum Schluss werden wir ein paar Freiübungen haben. Jetzt ein paar ganz einfache und im Einsatz des Gummibands erstmal zum Körper. Ich überlasse euch das dann später in der freien Übung auch zum Kopf zu machen. So, wir machen auch hier wieder 8 Wiederholungen und beginnen Anfang immer, wenn ich nichts dazu sage, eine Linksauslage. Erste Übung, vorher haben wir nur den Ansatz gemacht. Jetzt gehen wir weiter. Ansatz, strecken das Bein für Push-Kick, setzen vorne ab und wechseln wieder zurück. Auch hier wieder darauf achten, die eine Hand geht zur Deckung an die Bauchseite. Ihr könnt auch mehrere Variationen üben. Überlasse ich auch euch, so wie ihr es im Verein systematisiert habt. Ihr werdet nicht unsicher machen. Ich habe das System links, rechts, Mitte für gerade Techniken, was immer wieder frei geübt wird, mit Pratze, ohne, mit Gegner und so weiter. Aber das ist extra Thema. Ja, die Pausen zwischen Serien machen wir dann natürlich etwas länger. In der Zeit erkläre ich mal ein bisschen was. Ansonsten, jetzt werde ich auf der Technik nicht viel eingehen. Das können wir dann zum Schluss, wenn wir die Frage Stunde haben, oder 2 Minuten, je nachdem, wie lange wir es machen. Können Sie mich alles fragen oder auch E-Mail schicken. Jetzt gehen wir schon mal in Kampfstellung. Mit Push-Kick darauf achten. Gerade Linie, kürzester, direktester Weg. Unterster Bereich, der erlaubt ist zu treffen. Absetzen und zurück. Und mit der Sohle so den Winkel halten, wie bei der E-Weste, der elektronische Punkt. Alle, die nicht Kämpfer sind, die können ja ganz normal Standard. Ist ja immer schon geübt worden. 8 Stück, zweimal rechts, zweimal links, dann wechsel an die Übung. Spiel! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, guck mal. Jetzt Pause. Und wieder in die Ausgangsstellung gehen. Ihr merkt es jetzt schon, bei Technik wird es ein bisschen schwieriger als nur Ansatz. Und die nächsten 8 in Linksauslage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wechseln wir an die Auslage. Selbe Spielchen, Rechtsauslage, fertig machen, Stellung, Tumbi, Na, Tul, Set, Net, Task, Yes, Igor. So. Dazwischen immer
Shalom. Richte locker. Und auf die Plätze. Fertig. Los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und locker. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Bevor ich wieder ansetze, machen wir das jetzt mit dem Cut-Kick. Wir gehen in die Linksauslage, individuelle Kampfstellung und dann Cut-Kick durchführen, wo wir vorher nur einen Ansatz gemacht haben. Strecken wir jetzt das Knie, treffen mit der Sohle, so dass man in der Endphase noch kurz Kraft entwickeln kann, indem man das Knie stellt. Dass wir auch den Impuls haben zum Punkte auf die Plätze. Fertig. Und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wieder lockern. Ja, Max, wir kommen ins Schwitzen. Nicht nur wegen der Sonne hier im Allgäu. Obwohl ich ja gar nicht heute Wiederholungszahl mache. Das ist immer anstrengend. Shalom. Zweiter Durchgang in Linksauslage. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt eine Locker nochmal dazwischen. Wir wechseln an die Auslage. Stellung. Und mit dem rechten Bein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Falls ein bisschen längere Pause kommt, noch einmal rechten Bein. Stellung. Und na, tun, set, ne, das, jos, igor, igor, aho, ma. Da, jetzt 3 Minuten Pause, bevor wir zur ganz ähnlichen Technik, aber doch ein bisschen anders, Haltung und Cut-Haltung. Da ist sehr wichtig, dass wir in der Endphase schön snappen. Vorher haben wir 3 Minuten Pause. Wer was trinken will, sich ein bisschen abtrocknen mit dem Handtuch, hat jetzt Zeit dazu. Und dann geht es weiter mit Haltung. Gute 2 Minuten habt ihr noch. Zeit natürlich auch immer warm halten. Wichtig ist auch immer in der Pausezeit, dass man nicht irgendwo im Zug steht, verschwitzt. Hier haben wir es ja oft so, wenn es irgendwo kalt ist, Durchzug herrscht, Jacke an oder anderen Platz wählen. So, ich habe es immer lieber, wenn das Seil ein bisschen oben gehalten ist. Mein Partner ist einfach, dann sagt man das. Jetzt, wenn man es befestigt, muss man schauen, dass man eine gute Stelle findet. So.
zeig's noch einmal ganz kurz. Lenkauslage, Anstellung. Ansatz ist wieder derselbe wie Ansatzübung, selbe wie Pushkick. Nur jetzt wird ab der Hälfte, ab hier, das Knie eingedreht, gesnappt auf Haltung, andere Seite deckt. In dem Fall setzen wir vorne ab und gehen wieder zurück. Wichtig auch hier wieder, gerade kürzester direkter Weg, weil eben Geschwindigkeit maßgebend ist im Kampf, um zu treffen. Und natürlich auch kurzer Weg, weil der einfach weniger Zeit braucht. Jeder kann noch ein, zweimal üben, bevor wir loslegen. Wieder 8 Wiederholungen. 2 Serien davon rechts und 2 links. Tschumi! Plätze. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und habt ihr an die Deckung gedacht? Zeitweise muss man schauen, dass die Bänder halten. Aber in der Regel Bauchseite abdecken. Früher war vorwiegend die Bauchseite der Konter. Jetzt ist das natürlich variabler. Tschumi! Und zweiter Durchgang in Linksauslage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Wechsel. Wir wechseln in der Auslage. Selbe Spielchen. Legen wir an. Auf die Plätze. Der Weg. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo. Es gibt natürlich viele Varianten des Paltums. Hüfte ganz eindrehen, für die wirklich Hüfte haben oder wo man den Platz und die Zeit hat. Hüfte wenig eindrehen. Zeit ersparen ist allerdings nicht idealer Winkel. Das ist von Situation zu Situation verschieden und auch von Kämpfer zu Kämpfer verschieden. Jeder Kämpfer hat eine eigene Ideallinie. Und zweiter Durchgang. Fertig machen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und lockern. Beine lockern. Hände lockern. Alte Techniken ließen sich natürlich auch zum Kopf kombinieren. Oder Einheit nur zum Kopf. Heute beschränken wir uns mal zu der Technik unten. Nächste Einheit dann eventuell oben. Dann wieder mal eine gemischt. Allerdings habt ihr da heute auch die Möglichkeit zum Schluss, wenn wir in der Freirunde kommen. Ganz zum Schluss, cool, da machen wir dann ohne Band. Und jeder, der will, kann heute noch eine halbe Stunde anhängen. Wir werden auf so ca. 60 Minuten kommen. Plus minus 5 Minuten. So ist das Programm. Aufbauphase. Bevor wir wechseln in die Wettkampfphase. Schließen wir auch diese Technik ab, weil während der Wettkampfphase hat das Band natürlich auch einige Nachteile. In der Wettkampfphase müssen wir natürlich sehr genau das trainieren, was wir dann auf der Fläche brauchen. Das schaut ein bisschen anders aus. So, da habe ich jetzt Cut-Paltung, Armstellung, wie vorher beim Ansatz. Cut-Paltung, Knie, haben wir wieder Seite, dann geht der Paltung rein. Idealfall 90 Grad. Wir blocken die Bauchseite ab und wieder Backstep. Auf die Plätze. Fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo. Schade, dass ich euch nicht sehe, aber ich hoffe, wir sehen uns mal in einem Lehrgang. Dann kann man noch mehr ins Detail gehen. Und ich freue mich auch schon auf eure Fragen. Komm schon. Zweiter Durchgang in zur Lage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und wechseln andere Seite.
immer wieder zurechtdrücken. Und jetzt Abhaltung in Richtungslage. Auf die Plätze. Fertig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Achtet jetzt auf die Deckung. Ich bin sicher, der eine oder andere hat nicht immer an die Deckung gedacht. Wenn ihr wieder mit eurem Trainer arbeitet, in der Gruppe, gegenseitig korrigieren. Im Video sich mal beobachten, kann man so Dinge korrigieren. Jetzt ist eine gute Zeit zum Beginn. Auf die Plätze. Fertig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hallo. Jetzt habt ihr wieder eine lange Pause verdient. 3 Minuten Pause und danach machen wir weiter. So, in der Pause schon. Das ist eine Erklärung fürs Programm. Wir haben jetzt immer Beine gemacht. Ist natürlich auch unsere Spezialität. Bei Untersuchungen, früher wie jetzt, war eine sehr, sehr hohe Quote, die weit über 70% liegt. Beintechnik. Teilweise geht es sogar hoch bis auch 95%. Je nachdem, welcher Kämpfer, was für Ebene. Trotzdem sollte man Faustschuss beherrschen. Vorder, hinterer, gerade, direkt, schön sauber. Inzwischen kann man auch ganz gut punkten, die Kampfrichter geben da ganz gerne. Und es gab auch schon oft den einen entscheidenden Punkt, manchmal sogar im Sudden Death, der da mit Faust war. Da brauchen wir dann allerdings zwei Raketen rum. So, während der Pause werde ich ein bisschen. Beginnen wir die Kampfstellung. Wie immer, beginnen wir Linksauslage. Hände, übliche, normale Kampfstellung, wenn ihr wohlfühlt. Wir achten wie immer darauf, dass man so wenig wie möglich Außerbewegung reinbringt. Ideal ist gar keine. Dann geht die Vorderhand, Schulter, Hüfte und Bein Richtung Ziel. Und die andere kann jetzt entweder oben decken oder wir decken auch hier Bauchseite unten. In dem Fall empfehle ich das mal. Das ist so der automatische Konter, der wenig Zeit braucht für den Gegner. Also Vorderhand 1 und Block auf die Bauchseite. Da machen wir jetzt 10 Wiederholungen. Das Ganze machen wir dreimal rechts, dreimal links. Mit der Hinterfaust auch nochmal zweimal rechts, zweimal links. So, ihr habt es noch. 40 Sekunden. Ja, ist eine ungewohnte Einheit. Bis dann, macht mehr Spaß in der Gruppe. Damit ihr gegenseitig motiviert, gute Stimmung in der Halle. Aber jetzt können wir uns umso mehr darauf freuen, wenn es wieder erlaubt ist. Auch die Zeit wird wiederkommen. Jetzt weiß man, was das wert ist. So, in 15 Sekunden geht's los. Vorderhand, direkter Fauststoß. Angenommene Situation, Partner macht Cut-Haltung. Wir drehen uns ein, stoßen die Faust nach vorne, blocken gleichzeitig und würden zeitig rausgehen. Das lassen wir jetzt weg, nur ein der Mitte. Und Kampfstellung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ihr merkt, Faust braucht weniger Kraft, auch weniger Weg, somit sind wir auch schneller am Ziel. Ist die schnellste Technik. Gibt bei uns halt nur einen Punkt, nur manchmal ganz gut, um über die Runde zu kommen. Und zweiter Serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manchmal ist es auch gut, um Zeit zu machen, um nicht klammern zu müssen. Infight einzuleiten. Und dritter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wir wechseln die Auslage. Ja, der Faust kommt nicht ganz so in Schützen wie mein. Kampfstellung. Und die rechte geht vor auf die Plätze. Fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Wir wieder an eure Spannung richtig auszupendeln. Und zweiter Durchgang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einen Durchgang haben wir noch. Ja, für manche ist es vielleicht schwer, die Pause einzuhalten, weil ich in den meisten Training sehe, die Pausen sind kürzer. Aber ich kann das Tempo länger hochbleiben. Und dritter, letzter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Lockern und jetzt mal im Bereich für die abhängigen Dehnen. Der Typ tut, der macht's. Der sagt, nee, locker ausschütteln ist besser, mach das. Wenn du Trinkpause will, mach das. Und wir bereiten uns vor auf die Faust von hinten. Wir drehen die Hüfte ein, bleiben aber in derselben Auslage. Kampf wird man eventuell nach vorne. Stellung. Hüfte geht vor, Schulter und unten. Sprunggelenk tritt ein. Plätze. Fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich auch alle ohne Gummiband, ich habe schon in den Spitzen gekommen. Und fertig machen. Stellung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehen, ich habe hier variiert mit der Deckung, mal oben, mal unten, um einfach flexibel zu sein. Wenn ich Konter entdecke, der hochgeht, locke ich natürlich auch oben. Automatisch aufsetzen. Kampfstellung. Nein, Auslage wechseln. Hier haben wir ja nur zwei Wiederholungen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir gehen mit dem Kampfstellung. Ist das Lage? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das ist ja noch nicht erwähnt, aber ist ja klar, wer bei uns Wettkämpfe betreibt, Faust natürlich auf die Weste, oben verboten. Wer Selbstverteidigung üben will, kann das ruhig oben machen. Natürlich effektiv. So. Jetzt habt ihr 3 Minuten Pause. Ich schlage vor, trinkt was. Ich muss mal kurz abtrocknen. Ich schaue nochmal in meinen Spickzettel. Jetzt kommt noch eine, ja, etwas Fantasie-Runde, aber dazu gleich. So, während der Pause ein bisschen Erklärung. Wir beginnen in Linksauslage. Jetzt ohne Cut-Step, ohne Ansatz, sondern ich gehe direkt hoch, halte das Knie oben und mache 6 Techniken, egal was, aus dem vorderen Bein und bleibe aber immer stehen, um hier die Standfestigkeit zu üben, Balance zu üben und alles, was erlaubt ist, Push-Kick, Haltung, auch Hurio, Pituro, Haltung, Cutkick und so weiter. Da überlasse ich euch eurer Fantasie. Wie gesagt, wir lassen das Knie so hoch es geht für die Haltemuskulatur, Koordination, Stabilisation hinter dem Körper, sehr wichtig bei uns.
Okay, machen wir uns fertig. Fußgangstellung. Falls jemand die Kraft schon nachlassen sollte, einfach Spannung am Band nehmen. Die ohne Band arbeiten, einfach Geschwindigkeit ein bisschen locker. Im Moment, wo ich sage, auf die Plätze fertig, los, Vorderbein hoch und dann immer das Knie oben lassen und die Knie durchführen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Ja, ich zähle mal mit. Bis 8. Und der nächste auf die Plätze. Fertig. Los. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 und Auslagenwechsel. So, rechts vorne. Die Plätze. Fertig. Und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ausstellung. Die Plätze. Fertig. Los. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. So. So. Gib euch wieder kurze Drinkpause. 2 Minütchen kriegt ihr. So, jetzt bei der letzten Runde mit dem Band, wer mit diesem arbeitet, ich stelle mal die Mehrheit wird ohne arbeiten, aus dem Step mal raus, frei alle Techniken, egal, vorderes Bein, hinteres Bein, Hand, hintere, oben Technik, unten, was ein bisschen schwierig ist mit dem Band, Drehtechniken wie Dutschaki und so weiter, aber das können wir nachher noch beim Cooldown einbringen, oder wenn man mal ein bisschen mehr Erfahrung hat, Übung mit dem Band, kann man auch das machen, haben wir alles schon hinter uns. So, macht es euch langsam fertig. Gehen wir in die Kampfstellung. Wir machen das Ganze 8 Wiederholungen, einmal Linksauslage 2 Serien, dann Rechtsauslage 2. Sind wir auch schon so gut wie durch. Kampfstellung. Jumbi. Und zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo. Fertig machen für den zweiten Durchgang. Stellung, auf die Plätze, fertig, los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Pause, unsere 20 Sekunden, wechseln die Rechtsauslage, jetzt noch einmal mobilisieren. Gas geben, also noch drauf habt und fertig machen auf die Plätze. Fertig. Los! 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fertig machen. So, letzter Durchgang mit dem Band. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, schlimmste habt ihr geschafft. Jetzt, wer mit Band gearbeitet hat, ausziehen. 3 Minuten Pause, dann kommt noch ein bisschen Cool Down. So, ich werde auch kurz einen Schluck trinken. Bleiben eine gute 2 Minuten. Naja, alles sehr ungewohnt heute. Gut, nicht nur heute, die ganze Zeit, die wir im Moment mitmachen, alle. Aber man macht das Beste draus. Ist auch so eine Tugend, die man im Taekwondo lernen. Immer das Beste aus der Situation machen, egal wie sie ist. Jetzt haben alle die Zeit bestimmt genutzt im Heimtraining, um mal ein paar andere Dinge zu machen. Mehr Outdoor. Wetter hat sich hier angeboten, genauso wie heute. Und da ist eben so Quickspann-Training, Seilspringen, ganz gute Einheit, wo man wieder in den spezifischen Bereich ein bisschen kommt. Was ohne Band macht, sogar schon sehr spezifisch. Jetzt fehlt dann nur noch der Kontakt. Auch das lässt sich ausweiten. Platz und Trainingsanzug, Bob, je nachdem. Und bald kann man ja wieder mit einer Person trainieren. So, wir kommen jetzt dann gleich zum Schluss. Wir steppen jetzt ganz einfach locker. 1 Minute, langsamer, lockeres Tempo, schöne Step-Bewegungen. Und dann Techniken, egal, weiche, sauber, lockeres Tempo, zieles Tempo runterkommen und noch einmal alle Bereiche ein bisschen, ich sage immer, durchwaschen. So, gehen wir in die Kampfstellung. Eure Lieblingsposition, eure Lieblingsauslage, 1 Minute freie Bewegung. Und so. Und die letzten 10 Sekunden. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Machen. So. 30 Sekunden Pause. Dann noch eine Runde. Aber vielleicht ging es euch auch so. Wie wenn man früher die Pferde auf der Weide lässt. Die springen los. Das war jetzt so schnelles Kicken. Ich sage dir extra langsam, locker, cool down. Probieren wir es beim zweiten und letzten Durchgang. Schön, locker, die Technik. Und so sauber es geht. Kampfstellung. Jimmy. Und 1 Minute Stepping täuschen. Freie Technik. Zack. Hier immer dran denken, Deckung an der Bauchseite. Blick immer Richtung Gegner. Und wir kommen zu den letzten Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1, wow!
Guck mal. Wir sind so gut wie fertig. Ich würde sagen, schütteln wir uns noch aus. 2 Minütchen. Und anschließend kommen wir zur Fragestunde. Okay, Beine ein bisschen ausschütteln. Schön breite Stellung. Und links, rechts drehen. Tut. Das. Yes. Wie gut. Oh, und zur Seite. Links. Rechts. 3, 4, 5, 7, 8. Kreisen durch, gehen Schritt vor und 1. Wechsel. 2. Wechseln, rechte Bein vor. 3, 4, 5. Okay. Wieder in die überbreite Stellung. Oberkörper ein bisschen in die Länge schieben. Links eindrehen. Rechts eindrehen. Und links, rechts. 2, 3, 4, 5. Okay. Und wie am Anfang, einmal strecken maximal. Und nach hinten. Zur Seite. Seite. Und nach vorne. So. Jetzt haben wir uns mal 1 Stunde etwas anders beschäftigt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitmachen, bisschen was mitnehmen. Und ich hoffe, ihr entschuldigt die fehlende Technik. Das war jetzt ganz einfach improvisiert. So wie Einheit halt zu Hause abläuft. Man sieht, das Wetter ist gut, man hat Platz im Garten. Ist das eine Möglichkeit. Ich denke, ihr habt auch sehr viele andere. Ich habe im Internet viel gesehen. Habe mir auch viele Anregungen geholt. Meine Kaderathleten haben alle ein Trainingsplan vorgelegt bekommen, der natürlich vorwiegend Aufbau der Grundlagen vorsieht, aber auch solche Elemente mit drin hat. Ich freue mich jetzt auf eure Fragen. Ich werde versuchen, alles so gut es geht zu beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und hoffe, euch bald wieder mal zu sehen bei Turnieren und dann wieder mal einen richtigen Ratsch in die gemütliche Runde zu hocken. Jetzt weiß man wieder, was das wert ist. Also, ciao, bis gleich zur Fragestunde. Ciao! Ciao!